Seit dem 1. Juni ist es nun amtlich. Chefarzt Dr. Jörg Patschke hat die Leitung über beide Kliniken für innere Medizin am Elbland-Klinikum Meißen übernommen. Chefarzt Patschke stammt aus Greifswald, ist seit 1986 Mediziner. Seine Spezialstrecken sind Kardiologie und Angiologie. Bisher hatte der bei Patienten und Kollegen beliebte Spezialist die Leitung der Klinik für Innere Medizin 2 inne. Nun führt er außerdem die Klinik für Innere Medizin 1. Mit Herrn Chefarzt Dr. Patschke haben wir natürlich einen Chefarzt, der in der Region bekannt ist, der auf ein breites Team zurückgreifen kann, was auch sehr subspezialisiert ist. Und ich glaube, das sind wesentliche Bausteine, die den Erfolg für eine Klinik darstellen. Das heißt, zum einen dem Patienten vertraut zu sein, sich bekannt zu machen mit dem, was man an Leistungsangeboten vorhält. Und auf der anderen Seite ein Team zu haben, was man auch ständig weiterentwickelt und auch in Subspezialisierung weiterentwickelt. Und da haben wir eine sehr gute Basis. Chefarzt Patschke hatte sich vor der Entscheidung, beide Kliniken zu übernehmen, Bedenkzeit auserbeten, dann aber angesichts der Leistungskraft der Teams die zusätzliche Aufgabe gerne übernommen. Ich weiß, dass ich eine gute Mannschaft habe. Ich habe sehr gute Oberärzte, sehr gute Fachärzte und auch eine sehr gute Assistentenschar, wenn ich das mal so sagen darf. Immer wieder verweist der erfahrene Internist auch auf die motivierten Mitarbeiter in den Pflegeteams. Chefarzt Patschke versteht es, die Mitarbeiter mitzunehmen und an neue Aufgaben heranzuführen. Zufriedene Patienten danken das und auch die niedergelassenen Ärzte. Ja klar, das ist neben den Patienten natürlich die zweite Komponente, die sehr wichtig ist. Das sind die niedergelassenen Kollegen, die Netzwerke, die Kliniker vor Ort, dass man sich kennt, dass man weiß, was das Klinikum leisten kann, aber dass man natürlich auch die Menschen kennt, die dahinter stehen. Und das ist mit Herrn Patschke. Er hat eine sehr gute Reputation, das wissen wir alle, die Patienten, aber auch die niedergelassenen Kollegen und die Kliniker mögen ihn sehr. Auch bisher erleben nicht alle Patienten bei ihrem kurzen Aufenthalt in der Klinik eine Chefarztvisite. Allerdings werden Befunde und Besonderheiten in den zweimal täglich stattfindenden Runden unter den Ärzten besprochen. Hier zeigt sich auch, dass gerade in der inneren Medizin die Spezialisierung immer weitergeht. Der erfahrene Chefarzt bringt sich dort ein, wo dies nötig ist. Letztlich ist es ja so, wenn ich das so sagen kann, ich betrachte mich vielleicht als Erster untergleichen. Aber einer muss ein bisschen die Linie vorgeben und dafür will ich mich gerne zuständig fühlen.